Willkommen zurück zu Banders Boot und die Unmöglichen. Im letzten Part sind wir an Bord von Billo Air gegangen, haben den falschen Flug erwischt und das können wir nicht mitnehmen. Herzlich willkommen, New Platis 1, David Albers, hin ihr. Ja. Ich glaube, da ist jeder Kommentar zu viel. Ist hier noch irgendwas? Toilettentür. Ich hab gesagt, das Klo bleibt zu. Alter, ganz im Ernst, WTF. Kassettenfach. Die Sicherheitshinweise kommen hier noch von der Kassette. Ich hoffe, die Sicherheitsvorkehrungen kommen dafür nicht aus den 80ern. Ich bitte dich, Bernd, als ob es hier Sicherheitsvorkehrungen hätte. Ich nehme die Kassette mal mit. Jetzt kann ich mir die Sicherheitshinweise auch zu Hause anhören. Toll. Wenn ich einen Kassettenrekorder hätte. Wer hat heute noch einen Kassettenrekorder? Da hinten steht einer. Damit kann man das freundliche Flugpersonal auf sich aufmerksam machen und weniger freundlich machen. Freundliche Stewardess. Freundlich, charmant, motiviert. Drei Begriffe, die diese Dame nicht in ihrem Wortschatz hat. Glaube ich auch. Na dann? Ach nee, Service fällt aus wegen ist nicht. Ah ja? Was denn? Es ist keine Kassette im Kassettenrekorder. Die Stewardess würde das merken. Und ich glaube nicht, dass sie sanft und verständnisvoll auf diesen Diebstahl reagieren würde. Stimmt. Was denn? Toilette. Ich habe Erdbeeren zwischen den Zähnen. Ich bestehe auf meine gratis Zahnseide. Hier ist der Toilettenschlüssel. Aber nicht dreckig machen. Danke. Nicht dreckig machen. Die Formulierung impliziert, dass es aktuell noch nicht dreckig ist. Wieso ist es hier eigentlich grün als einziger? Schlüssel ist nicht abgebrochen, wow. Zahnseide. Damit beugt man irgendwas mit Zähnen vor. Man benutzt es nur nie. Auch das stimmt. Sehr viel Zahnseide. Ja, das ist eine Menge. Nagelschere. Eine Nagelschere? Bin ich schon wieder der Einzige, der sich wundert, warum spitze Gegenstände auf der Flugzeugtoilette rumliegen? Tatsächlich eine berechtigte Frage. Oh, da ist noch was. Ein Schließfach. Da kann... Zwei Hotspots, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil was drin ist. Schließfach, öffne dich. Entschuldige, der musste raus. Rucksack. Ein Rucksack. Bin ich der Einzige, der hier nervös wird, wenn man herrenlose Gepäckstücke in Flugzeugen findet? Offensichtlich. Oh, daraus könnte ich einen Fallschirm basteln. Und wir springen alle aus dem Flugzeug. Shelly scharf! Ich fürchte, das müssen wir wirklich. Das funktioniert so nicht. Okay, dann basteln wir halt den Fallschirm. Das hast du nicht ge... Hallo? So? Das funkt... So? Das hast du nicht... So? Hallo? Sagt, sie bastelt einen Fallschirm und... War der auch schon aktiv gerade eben? Erstens. Dumme Idee, aus einem fliegenden Flugzeug aussteigen zu wollen. Zweitens. Hier steht, dass der Notausgang nur von Fachpersonal benutzt werden kann. Na dann. Was denn? Könnte ich eine Mehlsuppe haben? Gerührt, nicht geschüttelt. Und mit Schirmchen. Na klar. Ach nee, Service fällt aus wegen ist nicht. Ah ja, Bernd und seine Mehlsuppe. noch irgendwas hier? Nö.
der Kassette quasi das Stewardessen-Ballett-Playback. Ja, was ich mit der Kassette soll, ist mir auch noch nicht ganz klar. Oh, schön. Jetzt kann ich die Kassette neu besprechen. Oh. Never Say Forever Young. Irgendwas, was sie dazu bringt, den Notausgang zu öffnen. Ein erbärmlicher Versuch meinerseits, die Kassette neu zu besprechen. Fertig. Ich weiß aber nicht, welcher von beiden. Fertig. Mir sagt beides nichts. Was'n? Könnten Sie nochmal die Sicherheitsvorkehrungen demonstrieren? Der kleine Bernd möchte bitte aus diesem albernen Spiel abgeholt werden. Okay, Bernd, dann komm mal mit. Wir gehen jetzt beide zusammen in das Broteparadies. Da ist es ganz langweilig. Alles ist mit Raufasertapete voll. Und es gibt so viel Mehlsuppe, wie du trinken kannst. Echt? Nee. Schade. Okay. Ich lasse so lange mal weg. Oh, schön. Jetzt kann ich die Kassette neu besprechen. Fertig. Ruhig. Ja, so. Alter, dieses Spiel! Was'n? So. Könnten Sie nochmal die Sicherheitsvorkehrungen demonstrieren? Liebe Fluggäste, wenn also Sie können. Blabla, 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 und den Sitzgurt können Sie lalala, und bei Druckverlust bliblablub, und die Stewardess zeigt Ihnen nun, wie die Notausgänge geöffnet werden. Oh Gott. Bisschen windig hier. Müsste ich ja nicht rausgesaugt werden? Egal. Liebe Spieler, macht das bitte, bitte, bitte nie nach. Wir befinden uns in einem albernen Computerspiel. In der Realität würdet ihr jetzt alle schreiend nach draußen gesogen werden. Balldruckausgleich. Über den Wolken ist es sehr hoch. Ich spring da nicht raus ohne Fallschirm. Darf ich springen? Bitte, bitte, bitte. Scharf. Was denn? Ja, mach schon, was immer so los. Ja, dann bau doch den scheiß Fallschirm. Das funktioniert. Was baust du ihn? Das hast. Ja, noch alles für den Fallschirm. Was willst du noch alles? Ein improvisierter Fallschirm. Echt jetzt? Erstens. Dumme Idee, aus einem fliegenden Flugzeug aussteigen zu wollen. Zweitens. Hier steht. Pennen halt so. Könnten wir uns das nicht überlegen? Ich habe Höhenangst. Bernie, wir sind genau über Langolien. Jetzt beteilige dich doch mal am improvisierten Fallschirm-Tandemsprung. Shelly Power! Oh oh. Da
Das ist super mega chillischarf. Eine interessante aerodynamische Konvergenzerfahrung. Ich glaube, wir müssen jetzt das Kostüm waschen. Dringend. Fast so dringend, wie wir von diesem Baum runterkommen sollten. Ist doch noch die Nagelschere, oder? Das könnte gehen. Achtung! Autsch. Und Mist. Okay. Und wo steckt jetzt dieser Jack-Fritz? Toilette. Noch ein Vertreter der mobilen öffentlichen Notdurftverrichtungsmöglichkeiten. Ob hier auch die Jacks ihre Notdurft verrichten? Warum ist die Spülung außen? Mal so eine Frage. Eine Kiste. Aus Holz. Quadratisch. Praktisch. Aber auch gut. Ja. Hier haben wir noch die Schaufel. Können wir das mit einem Aufhebel? Hallo? Oder nein. Ich dachte, wie so ein Kuhfuß. Der Laden von Jack Fritz. Ich bin gespannt, was wir dort in Erfahrung bringen. Ich bin nie gespannt. Ich bin gelangweilt. Das glaube ich. Interessante Flagge auch. Oh, könnte das der Jagdshop von Jack Fritz sein? Meinst du, Schaf? Könnte es an dem Jagdkopf über der Tür, dem hier doch sehr starken Jagdgeruch oder dem Jagdshop-Schild liegen? Klopf, klopf, klopf. Antwort, Antwort, B, Antwort, C, Antwort. Was? Es Hallo, lieber Spieler. C-Antworten gibt es nicht. Aber irgendein Spieleentwickler dachte wohl, dass es sich dabei um einen guten Scherz handelt. Ha, ha, ha. Genau! Der Jagdshop ist zu wegen Ferien. Tschüss! Och, ich hätte auch gern Ferien. Ich glaube, dieser Mann hat etwas zu verbergen. Das musst du rausfinden, Bernd. Du bist der kastige Koloss. Mist. Geht das nochmal? Nein, geht nicht. Okay. Ich bin gespannt. Wie? Scharf? Ja, Berndi? Wie ein Flitzebogen? Ja, genau. Woher wusstest du das? Irgendwann gibt man's auf. Unglücklicher Langole. Ein Bewohner Langoliens. Er sieht irgendwie traurig aus. Und nicht klischeehaft. Ein Motorroller. Obwohl er klapprig ist, sieht er ziemlich stark frisiert aus. Nicht benutzbar. Hey, das ist meine. Den kenne ich doch, den Synchrosprecher. Ich kann gerade nicht mit euch reden. Das funktioniert. Ein Jack. Schade, dass es keine Statue ist. Dann wäre dieses alberne Spiel endlich vorbei. Was du? Ich kann gerade nicht mit euch reden. Die Stimme passt sehr zu dem. Hey, das ist meine. Woher kenne ich die Stimme? Tagebuch, irgendwas Neues. Die Spur des Jagdjoghurt führt nach Langolien. Leider hat der Geizbusch einen Flieger gebucht, der... Ich habe die Nase gestrichen, voll und mein Kostüm jetzt auch. Die sind mich selbst nicht aus dem fliegenden Flugzeug springen. So. Jagdfritz verbirgt irgendwas. Ich will gar nicht wissen. Was will ich gar nicht wissen? Aber die beiden bekloppen. Also müssen wir einen Weg finden, heimlich seinen Laden zu kommen. Wobei wir mal wieder ich heißt. Ein Haufen Stroh. Kann man was mitnehmen von? Manches in diesem Spiel ist strohdumm. Dann nehme ich mir ein bisschen Stroh drum. Really? Ja? Irgendwie niedlich. Und geruchsintensiv. Ein Jack. Schade, dass es keine... Dann wäre... Ich habe dem Jack jetzt das Stroh gegeben und das hat nichts gebracht.
Manches in diesem... Dann ich sollte aufhören, aus dem Bild rauszuklicken. Ach, der kann rennen. Oh, gut zu wissen. Test. Das hast du nicht ge... Wieso habe ich den Toiletten-Generalschlüssel? Hereinspaziert. Das Klo ist eröffnet. Ach so, das ist ein Generalschlüssel für alle Klos. Kein Kommentar. Wieso hat ein Plumpsklo einen Pömpel? Will ich das wirklich mitnehmen? Ja, offensichtlich. Nein, ich leide nicht an Verstopfung. Aber gut, nehmen wir es mal mit. Ob hier auch die Jacks ihre Notdurft verrichten? Oh Gott. Ui, das ist eine gute Idee, Bernd. Damit können wir die Außerirdischen anlocken. Busch? Ja, Bernd? Das war nicht mein Plan. Ach so. Und jetzt muss ich... Gottes Willen. Hey, was wollt ihr von meinem Jack? Lass das. Hallo? Also, ich kann nicht ans Jack ran, solange der Typ hier rumeiert. Falschung kann ich nicht mehr benutzen. Naja. Noch ein Vertrieb. Naja, wie mobil ist diese Version wohl? Das funktioniert so. Nee, hat doch keinen Sinn. Also, ich habe abführendes Stroh, das ich offensichtlich dem Jack geben kann, damit der. Naja. Na. Was ich aber nicht kann, solange der Typ hier rumsteht, der wiederum zu traurig, so mit ihm zu reden. Das hast du nicht gerade wirkt. Hallo? Ich weiß, was in der Serie schon alles funktioniert hat, Bernd, also sei mal lieber ganz still. Moment, ist er traurig, weil er seinen Stiefel verloren hat? Das funktioniert. Hätte er sein können. Ob es ihm besser geht, wenn ich neben ihm stehe und ihn begaffe wie einen gefangenen und ausgestellten Yeti? Versuchen wir's. Ein Bewohner Langoliens. Er sieht irgendwie traurig aus. Hätte ja klappen können. So. Das hast du nicht gerade. Gibt es das Tiergerät noch? Hallo? Das funktioniert. Wieso ist der traurig? Das wäre ja schon mal hilfreich zu wissen. Hey, was wollt ihr von meinem Jack? Lass das! Okay. Was kann ich machen? Das hast du nicht. Okay, ich dachte, hier geht's vielleicht weiter. Hab mich geirrt. Kiste, wie krieg ich die Kiste auf? Hallo? Ja, aber. Ah! Das funktioniert. Okay. Das hast du nicht geirrt. Jetzt hänge ich irgendwie fest. Ist hier noch irgendwas? Fenster. Ich kann nicht reinsehen. Ich bin zu klein. Meine Arme sind zu kurz. Ach, das kommentiert der feine Herr nicht mal. Gut, neuer Versuch. Hallo? Der Laden. Ich bin gespannt. Ich bin nie gespannt. Ich. Das hatten wir schon. Das geht ja auch nicht mehr. Bist du nicht ja, ach. Ihr könnt euch ja auch mal beteiligen. Ist wohl zu viel verlangt. Was mache ich jetzt? Soll ich willkürlich Sachen miteinander kombinieren? Das bringt dann auch nicht weiter. Das funkt. Wieso habe ich den Pöppel das aufgesammelt? Hast du. Nein. So.
Vielleicht fällt mir im nächsten Part was ein. Bis dahin, ciao.